Der Abfallwirtschaftsbetrieb Wetterau ist ein Eigenbetrieb des Wetteraukreises. Wir sammeln die Abfälle der 300.000 Einwohner und sorgen für das Recycling aller werthaltigen Stoffe. Die organischen Abfälle verarbeiten wir in unserem Humus- und Erdenwerk in Niddatal-Ilbenstadt. Aus dem Biogut machen wir hochwertigen Kompost und aus der Sammlung der braunen Tonnen produzieren wir zusätzlich Biogas, mit dem wir grünen Strom erzeugen. An jedem Arbeitstag bringen, je nach Jahreszeit, 10 bis 20 LKWs Biogut nach Ilbenstadt, darunter den Grünschnitt von Landschaftsgärtnern und aus den 10 Recyclinghöfen im Landkreis. Grünschnitt aus Ihrem Garten können Sie auch direkt zu uns bringen. Zerkleinert und gesiebt schicken wir ihn in Rotteboxen zur Kompostierung. Was bei Ihnen im Gartenkompost dann Monate Zeit hat, passiert hier in nur 2 Wochen. Kompostierung ist bei uns ein kontrollierter Prozess. Die Luftzufuhr ist genau gesteuert, die Abluft wird mit Biofiltern gereinigt. Und wir kontrollieren die ganze Zeit an mehreren Stellen die Temperatur. Im Innern der Rotteboxen wird es fast 70 Grad warm, deshalb ist unser Kompost später frei von Krankheitserregern und keimfähigen Unkrautsamen. Im Winter alle 2 Wochen, im Sommer jede Woche leeren wir bei Ihnen die braunen Tonnen mit den Haushaltsabfällen. Auch dieses Biogut wird bei uns nicht lange gestapelt. Was ankommt, wird sogleich zerkleinert. Hier ein seltener Blick in den Schredder während einer Wartungsarbeit. Hier geht aller Bioabfall aus dem Wetteraukreis durch. Aus dem Schredder fällt das zerkleinerte Material auf ein Förderband, wird aufwärts bewegt und läuft über ein Sternsieb. Das feine Material, das hier durch das Sieb nach unten fällt, das ist unser Rohstoff für Biogas. Mehrmals am Tag füttern wir damit den Fermenter. Hier bleibt das Substrat 2 Wochen lang. Spezielle Methanbakterien produzieren in dieser Zeit aus dem Bioabfall Biogas. Im Innern des Fermenters herrscht eine Temperatur von 55 Grad. Auch daraus wird später ein hygienisch einwandfreier Kompost. 2007 gehörten wir zu den Ersten, die organischen Abfall als nachhaltige Energiequelle nutzten. Seitdem laufen Fermenter und Generator 24 Stunden am Tag. In den vergangenen Jahren hat sich der Energiemarkt aber geändert. Gefragt ist heute flexible Stromproduktion. 2014 erweiterten wir deshalb unsere Anlage um einen Gasspeicher und ein zweites Kraftwerk. Jetzt können wir den Strommarkt immer dann beliefern, wenn Strom im Netz gefragt ist. Tagsüber, wenn die Industrie den Strom verbraucht und insbesondere dann abends ab 17 Uhr, da haben wir den größten Stromverbrauch, da kommen die Leute nach Hause, jeder verbraucht Strom und gerade in diesem Zeitraum wollen wir vermehrt produzieren. Und nachts, wenn die Leute schlafen, ist der Strombedarf eben geringer. Deswegen drosseln wir zu diesem Zeitpunkt die Stromproduktion. Das heißt, wir lassen ein BHKW stehen und tagsüber produzieren wir dann mit beiden Blockheizkraftwerken, sodass wir dann, wie gesagt, wenn der Strombedarf hoch ist, auch Strom produzieren. Nachts laufen wir nur mit halber Kraft. In der Zeit füllt sich der Gasspeicher. Wenn Strom verlangt wird, können wir unseren großen Gasmotor genauso schnell zuschalten, wie man ein Auto startet. Beide Generatoren zusammen liefern dann über 1 Megawatt Leistung. Das entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch von 1.800 Haushalten. So lässt sich Biogas wirtschaftlich optimal nutzen. Hier sehen Sie den täglichen Preisverlauf an der Strombörse an einem normalen Wochentag. Wir schalten uns immer dann zu, wenn Strom den höchsten Preis bringt. Wir können sehr kurzfristig auf Schwankungen im Stromnetz reagieren. Unser Händler an der Strombörse in Leipzig hat den Strommarkt im Blick und direkten Zugriff auf unsere Kraftwerke. Damit sind wir erneut Pioniere bei den erneuerbaren Energien. Der höhere Gewinn aus dem Stromverkauf kommt Ihnen zugute. Er deckt einen Teil der Entsorgungskosten. Enthält eine Biotonne ausschließlich organisches Material, dann können wir es in unserer Anlage in Ilbenstadt zu 100% verwerten. Häufig enthält das Biogut aber Stoffe, die wir überhaupt nicht brauchen können und die uns die Arbeit unnötig schwer machen. Es geht vor allem um Plastik in der Biotonne. Wir haben hier das eigentliche Problem, dass die Bürgerinnen und Bürger aus dem Wetteraukreis gerne saubere
Gefäße haben in der Küche und dementsprechend die Gefäße in der Küche mit Kunststofftüten ausstatten, um Bioabfälle zu sammeln, um eben die Gefäße sauber zu halten. Leider geben die dann die Kunststofftüten mit dem biogenen Material in die Biotonne. Und das ist jetzt unser Problem, dass wir diese Kunststofftüten wieder entfernen müssen, damit dann zum Schluss ein brauchbares Produkt entsteht. Manche Bürger meinen es besonders gut und kaufen kompostierbare Kunststofftüten. Kompostierbares Plastik braucht aber ungefähr 3 Monate, bis es vollständig zersetzt ist. Bei uns dauert es aber nur 4 Wochen. Vom Bioabfall bis zum Kompost, das ist zu kurz für kompostierbares Plastik. In der Kompostanlage machen uns diese Tüten deshalb dieselben Probleme wie normales Plastik. Hier noch einmal das Sternsieb in der Eingangshalle, diesmal die Seite des Überlaufs von grobem Material. Das hier kann niemand gebrauchen. Das gibt keinen Kompost mehr, Holzkraftwerke wollen das auch nicht, das ist einfach nur Müll. Auf die Art sammelt sich jede Woche ein ganzer LKW-Zug voll Restmüll an. Das summiert sich jedes Jahr auf 100.000 Euro Entsorgungskosten. Da fährt ihr Geld davon, denn diese Müllentsorgung müssen wir aus ihren Gebühren für den Bioabfall mitbezahlen. Fremdstoffe, vor allem Plastik, entwerten den organischen Abfall. Das geht zulasten aller. Zunehmend kontrollieren Städte und Gemeinden deshalb, was in der Biotonne landet. Und wenn das kein Biogut ist, sondern so aussieht, oder so, oder auch so, dann machen wir sie darauf aufmerksam und lassen die Tonne stehen. Aber das können sie ganz leicht vermeiden. Bei uns und bei allen Städten und Gemeinden bekommen sie Papiertüten. 50 Stück für 3,50 Euro, das ist nur halb so teuer wie kompostierbare Kunststofftüten. Und eine genauso saubere Sache. Oder die klassische Methode. Sie nehmen für den Bioabfall die alte Tageszeitung aus unbeschichtetem Papier. Feuchte Abfälle können Sie auch in die alte Zeitung einwickeln. Für uns perfekt. Nur bitte verzichten Sie auf Plastiktüten aller Art. Der Kompost aus dem Biogasfermenter und den Rotteboxen reift dann noch einmal 2 Wochen in Mieten, wird gelockert und belüftet und zum Schluss noch einmal gründlich und fein gesiebt. Dann verlässt das Biogut unsere Anlage wieder als hochwertiger organischer Dünger. Den größten Teil übernehmen die Landwirte in der Region, die ihn sehr schätzen als natürlichen Bodenverbesserer. Organischer Dünger heißt ja, dass der aus Pflanzenteilen, Pflanzenresten besteht und dadurch, dass es den Boden gibt, was auch die Regenwürmer gerne fressen, was das Bodenleben gerne hat. Das ist beliebt, weil der Boden, das Bodenleben lebt vom Humus und je mehr Humus mit aufgebracht wird, desto fruchtbarer wird der Boden. Diese Felder sind allein durch Kompost vollständig versorgt mit allen Grundnährstoffen und sie brauchen viel weniger Stickstoffdünger. Wetterauer Landwirte bringen nach der Getreideernte auch den Flüssigdünger aus, der aus dem Gärrest des Fermenters abgepresst wird. Der Maschinenring benutzt dafür eine Ausbringungstechnik, die niemanden belästigt. Sie ist schon in 2 Meter Entfernung so gut wie geruchsfrei. Der Kompost und die Erden, die wir daraus mischen, sind auch beliebt bei Landschaftsgärtnern und bei Privatleuten. Falls sie viel brauchen, beladen wir ihnen den Anhänger. Ein Kubikmeter kostet 13 Euro. Inklusive Aufladen. Ich habe 3 Kubikmeter Kompost geholt und den muss ich jetzt mit einem Schubkarren in meinen Garten fahren. Naja, ich mache das alle 1-2 Jahre, sage ich mal, so 2 Hänge, 2 Gärten und die Erde, die sonst zu fest ist und gerade hier, wenn es richtig regnet, ist die, wenn, ja, einfach war die am Anfang wie Beton und ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, alle 1-2 Jahre einen Hänger drauf mit dem Kompost und die Erde wird besser, ganz klar. Ich habe heute 1,5 Meter Pflanzerde geholt. Die nehmen wir halt als Untergrund für Rollrasen, weil da haben wir Top-Qualität als Unterbau. Falls Sie eine kleinere Menge brauchen, können Sie den Kompost selbst abfüllen. Auch das ist sehr günstig und stabile Säcke leihen wir Ihnen gerne aus. Der ist schön fein, wenn man den Kompost selber macht. Der muss ja mehrmals umgeschichtet werden und das dauert dann eine gewisse Anzahl an Jahren, bis der richtig so weit ist, wie der hier ist. Wenn Ihnen das lieber ist, bringen Sie Ihre eigenen Behälter mit. Zum Beispiel für unsere Pflanzerde.
bin rein zufällig mal hier hochgefahren und habe gefragt. Und da hatten sie das Angebot, wie ich mir das vorgestellt habe. Freundliche Bedienung, gute Beratung, sehr zufrieden. Oder Sie nehmen die fertig abgepackte Ware, die bekommen Sie bei uns und bei fast allen Recyclinghöfen. Wir haben jetzt drei Säcke Kompost abgeholt für unseren Garten zur Bodenverbesserung. Und wir machen das öfter und das ist für den Garten wirklich sehr gut. Und man muss natürlich dann keinen Kunstdünger verwenden. Mit dem Humus- und Erdenwerk in Niddatal-Ilbenstadt haben wir im Wetteraukreis eine sehr gut funktionierende Kreislaufwirtschaft für organische Abfälle. Und obendrein produzieren wir aus dem Biogut auch noch grüne Energie. Und wenn Sie uns gleich zu Beginn sauberen Rohstoff liefern und Hand in Hand mitarbeiten, dann bekommen wir es sogar noch etwas besser hin.